Ja, und damit herzlich willkommen hier zurück zum Let's Play Train Sim World. Wir transportieren unsere Doppelstockwagen immer noch in Richtung Aschaffenburg. Also ich darf mittlerweile 45 wieder fahren. Das heißt, wir schalten noch ein bisschen mehr auf. Wir haben hier ja gerade eine Berganfahrt, weil wir gerade aufs HP0 hier zugerollt sind. Also müssen wir mal gucken, da war wieder, glaube ich, VR0. Deswegen brauchen wir eigentlich gar nicht so stark zu beschleunigen. Genau, oben steht ja immer noch das nächste Signal in 900 Metern auf Halt. So, damit gehen wir mal auf 40 runter und lassen mal rollen. Hier geht es ja relativ gut bergauf. Ich glaube halt wirklich, da ist ein Regionalexpress oder so vor uns, der uns ein bisschen ausbremst. So, der steht im anderen Gleis. Sie fahren. So, der 500er ist angegangen, das heißt, das nächste Signal steht immer noch auf Halt. Okay. So, da ist es gerade auf Grün umgewechselt. Zugbeeinflussung. So, und jetzt haben wir erstmal wieder freie Fahrt. Das heißt, wir schalten wieder komplett auf. Und so rollt unser Zug dann erstmal weiter. Hier ein umgedrehter Doppelstockpark. Solche Fahrten könnte es halt öfters geben. Ich hätte mir die mit einer anderen Baureihe auch gewünscht. Irgendwie so mit der 55er oder mit der 82er wäre das nett. So, 2,7 Kilometern ist schon wieder halt. Da ist definitiv wirklich was vor uns. Das können wir mal kurz gucken. Das haben wir in der letzten Folge schon festgestellt, dass da was vor uns herfährt hier. Das wird der Regionalexpress sein. Er wird aber auch bis Aschaffenburg an unserer vor uns fahren. Ist nicht ganz so schön. Wir können jetzt quasi mal so auf. Wir haben ja die AFB aktiviert. Wir können die AFB eigentlich mal runterziehen auf. Dann mit 90 dürften wir ganz gut hinterherfahren. Vielleicht eher mit 80 müssen wir mal gucken. Aber das wäre jetzt so mal das Typische von einem Lokführer. Man merkt, okay, man läuft die ganze Zeit auf HP0 auf. Dann fährt man jetzt halt einfach eine geringere Geschwindigkeit, mit der man dem Zug aber vermutlich nicht mehr aufläuft. Bei einer Regionalbahn ist das so Durchschnittsgeschwindigkeit 80 km/h, bei einem RE sowas 100. Kommt halt wirklich immer drauf an, wie oft die Züge auf der Linie halten. Es gibt hier in Baden-Württemberg auch RBs, die halten so häufig wie ein RE.
Das kommt auch immer an, mit was für Wagen der fährt. Doppelstockwagen, da geht der Fahrgastwechsel immer schneller. Ein Doppelstockzug fährt an einem Bahnsteig wieder schneller los als ein N-Wagenzug. Also das hat alles so Einflüsse dann auf die Durchschnittsgeschwindigkeit. Was da für eine Lok dranhängt. Drehstrom beschleunigt schneller als Kommutator-Lokomotive. Jetzt halten wir ungefähr die 80 km/h, also 84 haben wir ja jetzt. km/h haben wir jetzt drauf. So, da kommt ein RE entgegen oder eine Regionalbahn. So, und wieder VL0. Das heißt, wir waren sogar noch ein bisschen zu schnell. Zugbeeinflussung. Immer noch VR0. So, eine Stufe wieder raus. Zugbeeinflussung. Jetzt kommt der 500er, der ist aktiv. Bedeutet, das Hauptsignal ist immer noch auf Halt. Ja, das sehen wir auch. So, da ist gerade umgeschaltet. SIFA. Und das VR0 schaltet nicht rechtzeitig um. Zugbeeinflussung. Und das heißt, wir rollen einfach mit 30 mal so weiter. Oder mit 40. Rollen wir einfach mal auf das Ausfahrsignal dieses Bahnhofes hier zu. Kaputter Bahnsteig. Was ist das? SIFA. Wo sind wir hier? Egal, das finden wir wann anders heraus. Oh, da vorne ist grün, oder? Ich befreie mich jetzt mal nicht. Mal gucken, ob
der TS sich auch selber befreit, also TSW sich auch selber befreit, müsste er es nämlich gleich eigentlich. Ja, hallo. Nice. Und wir fahren jetzt mal 80, einfach um zu gucken, dass wir wirklich der Regionalbahn vielleicht nicht die ganze Zeit auflaufen. Vielleicht immer nur in der Hälfte der Zeit. Das wäre ganz nett. Wie weit haben wir es eigentlich noch bis dahin? Okay. Wir haben wieder eine Belohnung erhalten. Noch 19 Kilometer Luftlinie. Aber geschätzt eher noch 30 Kilometer Fahrt. So, wir dürfen fahren. Das ist immerhin schon mal ganz schön. Aschaffenburg, 18 Kilometer. Nee, das ist noch ein gutes Stück. Das muss der Steuerwagen sein. Oh, geht der jetzt endlich mal hier für uns an die Seite? Ja. Sifa, Sifa. Ein Traum. Dann können wir ja mal... Nein, nicht R drücken, sondern auf 100 hochziehen. Das finde ich schön, dass der jetzt endlich mal für uns auf die Seite geht. Oh. Zugbeeinflussung. Sifa. Ziehen wir die AFB mal runter auf 70. Ciao, ciao. Welcher Stromabnehmer ist da gehoben? Der richtige. Oh. Der wollte jetzt gerade auch sich auf Reise begeben schon mal. Vernünftig.
So, wir rollen Richtung Aschaffenburg. So weit ist es jetzt ja wirklich nicht mehr. 14 Kilometer angeblich noch. So. Wir dürfen sogar wieder schneller. Hebel nach vorne. Es geht ja auch bergab, da können wir gut Geschwindigkeit aufbauen. Jetzt ziehen wir den Hebel mal nach weg. Müssen wir ja auch so Geschwindigkeit aufbauen, genau. So, jetzt müsste die AFB eigentlich gleich einbremsen mit der Druckluft, weil sie merkt, dass die E-Bremse nicht ausreicht. Macht TSW aber nicht. Nö. Jetzt müsste die E-Bremse dann auch, genau, die baut sich ab. So, das sieht doch ungefähr passend aus. Die spielt jetzt immer ein bisschen hin und her. Gut, Aschaffenburg nähert sich mit großen Schritten. So, da steht eine 43er mit einem Güterzug. Abgebügelt. Uhr an welchem Bahnhof? In Laufach. Da werden wir mal hingehen. Bei Zeiten. So, komm schon. Sifa, löst wieder aus. Ah, ich glaube, wir kommen damit einmal zum Stehen. So, wir sind einmal zum Stehen gekommen. Aber auch nur, weil ich ja noch mit der Bremse eh drin war. Gut, das war kurz eine Sifa. Das kam dadurch, dass wir uns das ja angeguckt haben, damit Lauf auf 14.42 Uhr. Da werde ich mal um 14.42 Uhr hingehen und gucken, ob man diesen Zug da drüben fahren kann. Oder ob das jetzt durchs Szenario kam.
Und wir haben wieder Geschwindigkeit drauf, das ist gut. Jetzt geht es hier nochmal zweimal durch die Kurve und dann kommen wir eigentlich an einem Bahnsteiggleis zum Stehen. Das kann ich gerade nicht. Nein, da sind die Bahnsteige. Wir kommen im Güterbahnhof zum Stehen. Sie fahren. 6,7 Kilometer. Gut, wir nähern uns dem Ziel wirklich mit riesigen Schritten jetzt. Ich will unbedingt mal hier, da habe ich ja schon mal eine Erkundungstour gemacht, ich will aber unbedingt mal, dass man hier Züge hinfahren kann. Hier so runter, dann da soll eine Erweiterung kommen für den Hafen oder eine Dieselrangierlok. Sie fahren. Eine 294. Die könnte man hier gut einsetzen, die könnte man auf Ruhrsieg Nord ganz gut einsetzen. Okay, Rapid Transit eher nicht, da bräuchte es mal im generellen KI-Verkehr. Aber ja. Jetzt spielt die E-Bremse wieder rum. So, was wir ja eh noch machen müssen. Ärgert mich wieder. Aber da können wir vielleicht so dann auch einen besseres Thumbnail machen. Ja. Perfekt. Siefer. Nee, wir wollen nicht nochmal eine SIFA-Zwangsbremsung beim Lösen der SIFA-Zwangsbremsung haben. Ich will nicht aufstehen. Ich hasse dieses Aufstehen. Während der Fahrt hasse ich das. So. Noch 3 Kilometer. Die bringen wir jetzt noch eben hinter uns. Und dann hat sich das. So, ab dem nächsten Signal sind 100. Das haben wir eh als höchstes AFB, als höchste AFB-Geschwindigkeit eingestellt. AFB aus. AFB komplett nach hinten. So. Jetzt fahren wir nur noch mit der AFB. Also ohne die AFB jetzt nur noch. Zugbeeinflussung. B, das könnte schon. Ah, das wird nicht ganz reichen, um auf 40 km/h runterzubremsen. Weil wir haben ja
größtenteils nur Doppelstockwagen drin. Könnte tatsächlich sogar auslangen. Hat sogar ausgelangt. Zugbeeinflussung. Wären zwar sogar 60 erlaubt gewesen, aber dazu hatte ich keine Information. Habe hier ja kein Ebola. So, noch 900 Meter. So, lösen. Jetzt rollen wir noch eben zum Endpunkt hin und dann haben wir's. Wir versuchen natürlich relativ weit nach vorne zu fahren. So. Perfekt. Und wir stehen. Stellen Sie den Hauptschalter auf aus und die Parkbremse auf an. Dann können wir noch zack, so. Hauptschalter auf aus, Parkbremse auf an. Gut. Und stellen Sie sicher, dass die Lokomotive versperrt ist. Wir können noch die Batterie ausschalten. Gut. Dann gehen wir raus. So, Federspeicher angelegt. Kann ich jetzt... Es geht. Es geht auch am Stand. Aber er füllt sogar wieder auf. 3,5 Bar. Ja, wird nicht angezeigt. Naja, gut. Die Lok ist abgerüstet, oder? Leuchten noch die Lichter? Nein. Gut. Dann haben wir es geschafft. Sieht doch gut aus. Würde ich behaupten. Gut, und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder vom Let's Play Trains in World. Ich würde sagen, bis dahin und bye bye.